ein düsteres Herzlich Willkommen zurück, Dexo 23 und Shadow of Kurkans geht weiter. Wie ich versprochen habe, habe ich mir extra die Mühe gemacht, mich wirklich fast eine ganze Stunde habe ich mir die Mühe gemacht, Blei, Eisen und sonst was für Materialien zu sammeln, um eben Dietriche zu craften. Wir haben jetzt 6 Stück. Das war echt nicht leicht. Das war sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Das war ein bisschen nervig. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. Und in der Zwischenzeit hat sich so ein bisschen einiges geändert. Also durch das Suchen von den Materialien habe ich einen Bogen bauen können in der Zwischenzeit. Jetzt habe ich einen verbesserten Bogen, nicht den schlechten Bogen. Dann habe ich einen besseren Rucksack bauen können, weil ich ein paar Sachen Materialien gefunden habe und dann habe ich ein bisschen gecraftet hier und dann hat sich das herausgestellt, dass ich eben einen Rucksack bauen konnte. Das hätte ich auch schon alles vorher machen können. Und dann habe ich eben rausgefunden, dass diese Teile hier, die ich immer aufsammle, die geben irgendwas. Also, wenn ich mich jetzt hier drauf drücke, diese Krähenschnabel, dann kann ich das tauschen gegen irgend sowas von diesen Teilen. Das werde ich jetzt einfach jetzt mal machen. Nach dem Tausch des Gegenstand, der Gegenstand nicht mehr verfügbar. Machen wir das mal. Jetzt kriege ich jetzt irgendwelche Punkte hierfür. Ich weiß nicht, was das genau ist. 200 Punkte. Machen wir das mal. Ich kriege irgendwie Punkte dafür. Kann ich das auch tauschen? Das kann ich auch tauschen. Der Fels. Machen wir einfach mal. Ich tausche das jetzt einfach mal alles aus. Ablegen. Was kann man das? Damit kann man craften, glaube ich. Dann mal gucken. Dann haben wir eigentlich alles. Also wir haben jetzt 6 Dietriche und jetzt will ich hoffen, dass ich mit den 6 Dietrichen was Richtiges mache. Dann habe ich noch beim Kämpfen von Monstern kriegt man ja immer diese Art Blaupausen. Ups. Da habe ich einen Vogel abgeschossen übrigens. Da kriegt man ja diese Art Blaupausen oder wie nennt man das? So Stücke von welchen Plänen. Und dann habe ich dann eben beim Kämpfen die ganze Zeit immer auch Stücke gefunden. Und jetzt seht ihr hier vorne was Neues. Dieser komische, das komische Geschwulz hier. Das passiert, wenn man Bäume tötet. Bäume abhackt, dann... Wenn man Bäume abhackt, dann wachsen keine Bäume mehr nach, sondern dieses komische Geschwulz hier. Und das nennen wir jetzt mal ganz kurz. Man muss aufpassen, das gibt... Na... Richtige, so. Das gibt irgendwelche Substanzen ab, so chemische Substanzen. Da muss man echt aufpassen. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz zu dem Typen, ob ich hier noch irgendwas bekomme. Nicht. Also, ich habe aber in der Zwischenzeit 2 Missionen erfüllt. Ich habe einmal eine Wasserflasche gekocht. Die sollte ich ja irgendwie kochen. Das habe ich geschafft. Und da war noch was. Aber es waren alles Nebenmissionen. Die hat man irgendwie automatisch dann beim Sammeln von den Items bekommen. Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen jetzt erstmal die Häuser, wo die Dietriche gebraucht werden. Ihr seht übrigens um mein Bildschirm herum, ist das alles so ein bisschen grün und ein bisschen verraucht und ein bisschen komisch. Ihr seht, kurz vorm Sterben übrigens. Ich bin nämlich hier von diesem Zeugs hier, weiß ich nicht, von irgendeinem Zeugs bin ich befallen, von einer chemischen Zeugsubstanz. Und ich versuche das jetzt mal. Ah, cool. Mit F1 kann ich das hier mit dem Sanitätskasten kann ich das wegmachen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist echt gut. Jetzt essen wir erstmal wieder was. Scheiße. Dieser hier, der ist mir schon ein paar Mal aufgetaucht und hat mich ziemlich oft gekillt. Jetzt machen wir einfach Folgendes. Der soll mitkommen. Soll mit. Der ist nämlich nicht so schnell. Da ist er. Der soll mit zum Strand. So. Bringen wir den mal hier rüber zum Strand. Und jetzt gehen wir rückwärts. Wie wir das letzte Mal auch gemacht haben. Nur nicht hingucken. Und dann kann der nämlich hier stehen bleiben und nervt nicht. Weil man der killt einen sofort. Das ist ein bisschen nervig. Also so gesehen, eine Berührung ist man sofort tot. Wir müssen noch ein bisschen weiterlaufen. Weil... So. Alles klar. Da vorne ist übrigens der Amboss, nicht? Und die ganzen Bäume drumherum, die habe ich alle abgehackt, weil ich eben Kohle brauchte. Kohle, Blei, Eisen, Draht. Und dann konnte ich mir hier so ein
So ein Dietrich herstellen. So, und jetzt werden wir mal eins von den Häusern hier aufmachen. Wir machen das hier mal auf. Okay. Leck mich am Arsch. Ich hab gedacht, der kommt nicht, ey. Ich hab grad zusammengezuckt. Das hat man, glaube ich, auch gesehen. Meine Fresse, hab ich gerade einen Herzinfarkt bekommen. Du hier das Arschgesicht. Okay. Saus mal wieder zu. Ein bisschen nervig immer, dass man das nächste Mal aufmachen muss. Okay. Das war jetzt nicht das Haus. Wir nehmen aber den verbesserten Bogen. Der ist nämlich stark genug, nur der lädt natürlich ziemlich langsam nach. Okay, wir können es natürlich auch mit der Axt machen, aber ich will die Axt natürlich aufheben, dass sie mir nicht kaputt geht. So, man sieht aus mit dieser Eisenaxt, das geht ganz, ganz, ganz schnell. Machen wir mal Folgendes. Der da dürfen wir nicht aufschrecken, das ist einer von den normalen. Wir gehen jetzt mal ganz kurz an das Wasser, was eigentlich sauber ist. Und machen dann die Flaschen voll, die wir noch dabei haben. Wir haben ziemlich viele Flaschen. Ansonsten sind die unnütz. Machen wir jetzt erstmal ein paar Flaschen voll. Ja, der hat mich schon gesehen. Normalerweise ist der Bogen eigentlich recht stark. Aber es gibt manche, die sind echt mega jetzt, okay, mega stark. Das nervt auch ein bisschen, wenn die plötzlich zu stark sind und man versteht auch nicht, warum das so ist. So, das haben wir jetzt erstmal gemacht. Ich habe gerade eben einen Schock bekommen, ey. Ist der Typ mit diesem roten Anzug? Der darf nicht kommen. Das Werkzeug, ich glaube, ich werde bekloppt. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Jetzt ist der Typ mit dem Boden. Oh, der hat mich gesehen. Wir müssen den töten. Das Werkzeug. Hä? Oh nein, 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 nicht Regen. Nicht Regen. Warum willst du. Warum? Was? Das Spiel hasst mich. So, hey, ich wusste. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwundert, dass plötzlich. Die Tür wird jetzt sowieso wieder zufallen. Und ein Monster kommen. Warum ist das Werkzeug hier? Oh. Untersuche den Gegenstand. Ach, das ist gar nicht. Erfüllte Mission. Ein Detektor. Okay. Scheiße. Ich habe Angst, dass ich jetzt hier gefangen bin, weil der Typ hier ist. Oh Mann. Wir laufen jetzt einfach hier raus. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Ich habe eigentlich gedacht, dass das Haus wäre zu. Jetzt habe ich mir extra so viele Dietriche gecraftet. Bitte, bitte, bist du normal? Shit. Ein Trick ist übrigens, auf diese Anhöhen zu gehen. Dann können die manchmal, also nicht immer, nicht hier hoch. Genau. Da habe ich mich jetzt auch rausgefunden bei den ganzen Kämpfen, die ich jetzt hier hatte. Und der hatte grüne Augen, die anderen haben keine grünen Augen. Also das ist dann auch wieder ein anderer Typ. Der ist ein bisschen stärker.
Okay, wir gehen jetzt nochmal ganz kurz. Du bleibst bitte hier so stehen, du bist cool, oder? Hier in dem Haus waren wir ja schon, glaube ich. Das war das mit den Bücherregalen. Da war doch ein Haus, das geschlossen war. Verstehe ich jetzt auch nicht. Wir müssen jetzt schnell nach Hause. Wir müssen übrigens wieder was essen. F7. Der mit dem roten Kapuzenanzug. Oh, das sind ganz viele. Oh, du Scheiße. Außenrum, ganz schnell. Boah, die haben mich gesehen. Nee. Oh nein. Vitalität, Infektion. Das Haus müssen wir auch noch. Oh, da habe ich auch was gesehen. Auf der rechten Seite habe ich was gesehen. Nein, warum? Warum bin ich denn gestorben? Nein, verhungern noch. Das ist echt zum verrückt werden, Leute. Die Pilze nehme ich mal mit. Sag mal, ist das immer schon so dunkel gewesen? Heute ist es aber gerade extrem dunkel. Das nervt ja. Die Wasserflaschen verliere ich jetzt natürlich auch. Hier war doch gerade einer hier oben. Ganz sicher war hier einer. Ich will bloß vor mir im Dunkeln. Ich nehme mal schnell die Pilze mit. Aua. Das ist ein Hund. Oh nein, so ein Höllenhund heißen die. Schnell lauf. Die Pilze nehmen wir mal mit. Die sind ganz gut. Da ist irgendwie... kann man ja dann Gegenmittel mit. Oh ne, die blöden Dinger, die spucken ja auch. Okay, schnell. Was sagst du denn? Ich verstehe nicht, was die wollen, ne? Das nehmen wir alles mit. Mann, ey, stimmt man genau auf dem letzten Meter hier. Okay. Oh, endlich zu Hause. Meine Güte. Hier kann man das das Wasser, was ich gesammelt habe, das kann man dann hier dann irgendwie zu so einem Moralwasser herstellen. Und das ist dann wichtig, dass man eben... Oh, gut fliegen. Dann ist es wichtig, dass man eben das Zeug dann herstellt, damit man hier oben irgendwie... Ich glaube, das hat was mit diesem kontaminierten Zeichen zu tun. Ich bin mir nicht so ganz sicher. So, jetzt gehen wir mal nach vorne. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Das ist für die Faust. Die Faust brauche ich jetzt eigentlich nicht. Gehen wir mal ein Pünktchen hier noch rein. So. Machen wir nochmal davon eins. Und hier noch ein bisschen was von. Eigentlich kann ich hier eigentlich alles reinschmeißen. Das nervt mir so alles nur im Inventar. So, jetzt gucken wir mal zusammen, Leute. Na, wo ist der Bogen? Zack. Gucken wir mal zusammen. In den Häusern nach, die wir mit dem Dietrich nur öffnen können.
trotzdem mal hier auch noch rein. Okay. Man weiß ja gar nicht, ob hier Monster kommt. Oh nein. Wow. Da kommt noch einer. Hallo, woher kommen die jetzt alle her? Der trifft natürlich nicht auf dem Kopf, wo eigentlich viel Meisterschaden kommen sollte. Wow. Jetzt aber schnell was essen. Und ein bisschen Medizin hinterher schmeißen und Infektionen wegnehmen und alles drum und dran. So, wo sind die Häuser mit den geschlossenen Türen? Hier gehen wir auch jetzt einfach nochmal rein. Wir gehen aber nicht ganz rein. Das Haus wird übrigens ziemlich oft angezeigt, als diese roten Häuser, die... Wo denn das Haus hinten nachts immer rot leuchtet? Hier, okay. Okay, Tür ist zu, jetzt kommt das Monster. Mist. Ich suche... Ey Leute, ich krieg einfach diesen Dings nicht, ne? Diesen Schlüssel, den ich da brauche. Vielleicht ist das der Schraubenschlüssel. Ich gehe jetzt einfach nochmal zu dem Typen zurück. Boah, wie die Tür gerade zugegangen ist und einfach abgeschlossen worden ist. Das ist... ja, Gänsehaut. So, wir gehen mal schnell zu dem Einwohner oder bis jetzt zu dem Funker zurück. Ich muss das essen. Ich hab nichts mehr zu essen. Shit. You brought them? What did you bring? These aren't my tools. Whatever, leave them. Maybe there's something useful in the bunch. Ja, ja, Leute, wir haben es geschafft, ey. Endlich. Oh, Mann, Mann, Mann. 12 Stunden warten. Ja, ich weiß schon ganz genau, was passiert. In 12 Stunden kommt jetzt nur noch Terror. Suche jetzt nach Ausschau nach was zu essen und schnell. Weil. Wo ist der Bogen? Wir müssen einen Vogel abschießen oder sowas. Wir müssen unbedingt was essen, weil jetzt wird's knapp. Hey. Ich habe keine Pfeile mehr. Wow. Ich habe echt keine Pfeile mehr. Was ist das denn? Ich hätte von Tausenden hier. Machen wir schnell ein paar Pfeile. Wir haben übrigens, ich habe unendlich viel Munition auch gecraftet. Aber meine Pistole ist kaputt und ich habe noch nicht nachgeguckt, für was, wo man die repariert, weil bisher der Bogen mir besser gefallen hat bisher als die Pistole. Wir craften wenigstens schon was zu essen. Kann ich nicht, okay. Aber ich kann schon was essen. So. Und noch F3 auch noch hinterher. So, jetzt haben wir wenigstens schon mal 30 Punkte Essen. Nein. Haben wir, wollen wir nicht haben. Wir wollen ein paar Pfeile haben. 12 Stunden warten. Drücken wir auch nochmal schnell F4, dass ich ein bisschen Leben zurückbekomme und die Infektion wieder runter geht. Okay, das war's. Mehr habe ich nicht mehr. Wir können Folgendes machen. Wie sieht es mit meiner Axt denn aus? Müsste eigentlich noch ganz gut sein.
Jetzt laufen rein zufällig gerade keine Mäuse rum, keine Ratten oder sowas. Yes. Ups, roll runter. Yes. Wir brauchen unbedingt was zu essen. Eisen, okay. Die droppen ja übrigens, also man sollte die Monster auch wirklich killen die ganze Zeit. Die droppen andauernd gute Sachen, die man wirklich gut gebrauchen kann. Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal hier ein paar Äpfel sammeln. Hier haben wir noch einen Apfel irgendwo, den nehmen wir auch noch mit. Und jetzt spulen wir mal ein bisschen vor. Holen wir mal ein bisschen. Ach, oh, scheiße, ist das. Die blöde Statue habe ich ja hier letztes Mal hier gelassen. Wir gehen jetzt einfach eine Runde schlafen, 8 Stunden. Dann nochmal 8 Stunden schlafen und dann ist gut eigentlich, oder? Müsste eigentlich dann gut sein. Kochen wir es erstmal. Okay, ja, was tun wir hier rein? Das. Wir brauchen hier ein paar Pfeile, also. Machen wir hier ein paar Pfeile mit. So. Also wie gesagt, Leute, das Spiel ist gut. Das ist echt gut. Ob 15 Euro gerechtfertigt ist, das kann ich nicht sagen. Das müsst ihr dann selber entscheiden. Also ich würde dann vielleicht auf ein Summer Seal oder ein Winter Special von Steam warten. Oder ihr kriegt das irgendwo billiger. Bisher habe ich ja jetzt auch nicht so viel gespielt. Ihr seht das ja, dass ich noch nicht so weit gekommen bin. Oh, nee, Mist, kein Brennstoff mehr. Schnell was holen. Was brauche ich gar nicht holen? Ich habe hier genug drin. Ne? Wo ist das Zeugs? Ja. Ah, nee, 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 nee. Ins Lager. Ich wollte gar nicht. Hier ist das Zeugs. Hm, auch nicht. Also ihr müsst übrigens dann Kohle für diesen Dietrich. Drei haben wir noch, 3 Stück. Kohle, Eisen, Blei und ich glaube noch Draht oder so ein Quark, das Draht hier. So, jetzt gehen wir schnell wieder zurück, brennen noch ein bisschen und legen uns eine Runde schlafen. Und dann wollen wir hoffen. Gar nicht so. So. Und in der Zwischenzeit legen wir uns hin und dann sind wir 8 Stunden vorbei. Okay, ihr seht oben auch schon rechts, oben links, sorry, wird es ein grüner Haken unter der Mission angezeigt. Kann ich übrigens so einen Schaft fürs Gewehr craften. Ich habe es leider noch nicht rausgefunden, wo ich das machen kann. Also machen wir einfach mal zusammen. Ich habe jetzt einfach gerade die Materialien zusammen. Und dann machen wir ganz kurz diesen Schaft. Keine Ahnung, wo man den Rest herstellen muss. Aber das können wir ja gleich machen. Ich muss hier so warten, bis es... ich muss es essen. Ich muss schnell was essen. Ich bin übrigens an Hunger auch sehr, sehr oft gestorben wieder. Weil es wird einfach im Spiel zu schlecht angezeigt, dass man hungert. Muss da wirklich immer oben hingucken, anstatt irgendwie so ein Geräusch bekommt, dass der vielleicht unterm Hunger leidet. So, wir drücken mal B. Wir gehen mal auf. Genau. Den Schaft haben wir. Und jetzt brauche ich noch diese 2 anderen Teile, die habe ich noch nie gesehen. Ich weiß auch nicht, wo ich die herbekomme. Oh, dafür braucht man so viel Kupfer. Ja, die sind echt verrückt. Hier noch mehr Kupfer. Und ich brauchte nur, also für das Kupfer zu sammeln,
Wie gesagt, eine Stunde habe ich dafür gebraucht und das ist mir zu lang gewesen, ganz ehrlich. Also das jetzt eine Stunde lang nur farmen zu gehen, um euch das zu zeigen, wie man farmt, das war nicht, jetzt nicht so toll. Und deswegen habe ich das einfach mal für euch vorgecraftet. So. Dann dauert das 6 Sekunden noch, das warten wir noch ganz kurz ab. Bin mal gespannt, ob ich dorthin laufen kann. Oder bis jetzt, ob ich den was fragen kann oder reden kann. Ich glaube nicht. Erst abends, erst morgens kann man das ja bei dem immer machen. Nö. Ich zeige es euch ganz kurz für die Leute, die wissen möchten, wie man Kohle herbekommt. Also ihr habt jetzt einen Baum umgehauen. Dann zack. Wieder nach. Oh Mann! Leg ihr hier nicht das verbrauchen als Feuer, Zündstoff, sondern immer Baumrinde oder sonst was für ein Schrott. Und dann könnt ihr nämlich, das war nämlich dieser Klotz, dieser Holzflock, den braucht ihr nämlich für die Kohle übrigens. Wir craften einfach mal weiter. Da wir sowieso noch warten müssen. Okay, schönen Tag. Perfekt. So. Nächster Tag. Wir müssen zwar noch was warten. Ihr geht übrigens hier zu welchen Rohren. Dann seht ihr diesen Außenrand, diesen grünen. Und dann, das bedeutet, dass der hier noch Ressourcen hat. Und haut ihr hier drauf. Habe ich gerade schon was bekommen. Ja, Blei und Eisen, genau. Dann geht man hier gucken. Der hat auch einen grünen Rand. Bewegt ihr euch ein bisschen hin und her. Blöde Kuh, du. So. Ihr seht nämlich, das hat nämlich jetzt keinen Rand mehr. Das ist jetzt einfach so stumpf. Das ist in einer Zeit wieder nutzbar. Eisen. Okay, nur Eisen bekommen. Alles klar, wir gehen aber jetzt mal zu dem Typen. In der Hoffnung, dass der jetzt auch da ist. Aber wir sind jetzt schon wieder überfüllt. Da wir das ganze Zeugs nicht brauchen. Noch mal ins Inventar. Okay, ablegen hier. Da tauschen. Ja, tauschen wir mal. Die wiegen ja alles, die ganzen Sachen. Das nervt mich. Deswegen nehmen wir die jetzt einfach mal. Übrigens, kann man die doch, glaube ich, ausrüsten oder so. Ich weiß es nicht so ganz genau. Das kann man ausrüsten. Okay. Trotzdem ablegen. Um 2 Stück brauchen wir nicht davon. So. Du nervst, ey. Der macht mich echt total wild hier. Du machst mich irre. Okay. Hoffentlich ist jetzt schon Tag für den. So, perfekt. 2 Stunden. Du siehst, was der Funke gemacht hat? There you are, sweetheart. Your tools aren't worth jack. But I managed to dismantle the substation down to the smallest screw. The parts here are completely broken, some of them burnt out. I can tell you what you need to do, but can you do it? Na klar, hör mal, Kollege. Was sind denn das jetzt für Teile wieder? Oh nö, jetzt kommen schon wieder neue. Ich habe doch alles in meinem Lager. Ich habe doch schon so viel gefarmt. So, Primär. Gut, alles klar. Was brauche ich denn jetzt? Das hier oder was?
Was braucht er denn da? Mal gucken. So. Werkbank. Also ich müsste doch eigentlich alles haben. Was wollt ihr denn haben? Irgendwie so Munition. Ich habe übrigens auch hier so einen Magazinplan gefunden. In der Zwischenzeit. Aber das hat mich jetzt auch nicht so viel nicht so gejuckt. Handfächer. Mach ich jetzt einfach mal. Keine Ahnung, wofür der gut ist. Okay, ich habe einen Handfächer. Eine Nagelkeule ist auch mal ganz gut. So, wo sind denn die Teile, die ich... Wo ist das Teil? Das ist alles zum Kochen, das brauche ich nicht. Unterkunft. Aufbewahrungs... Also das habe ich eigentlich noch gar nicht gesehen. Ich könnte das eigentlich mal machen. Und das habe ich schon gesehen, aber nie darauf geachtet, dass ich das habe. Wie meistens so ist. Hä? Wo kann ich denn nochmal... Patronenhülsen herstellen? Verstehe ich das gerade nicht. Ich weiß gerade nicht, was die für Bauteile haben wollen. Ja. Hier auch nicht. Ah, hier. Bestandteil des Funkers. Okay, ach so, das sind mehrere. Ob ich jetzt nochmal hingeklickt habt? Wo war das jetzt nochmal? Wo habe ich gerade hingeklickt? Ich habe es nicht mehr. Hä? Okay, jetzt. Bestandteil des Funkers. Noch was? Ich muss noch einen herstellen. Perfekt. Dann perfekt, ab zum Funker sprechen. Ja, das wollte ich gerade machen. Lieber rechts und links, da kommt schon wieder so einer von diesen Ärschen. Ach komm, hör mal den Blatt. Müssen wir sowas essen? F7? So. Hier mache ich noch Blatt. Ne? Wo ist er? Wir brauchen nämlich das Fleisch. So, ja. And I didn't think you could. Let's go see where you screwed up. Was mir sehr gut gefällt, ist dieser russische Akzent. Oh. 24 Stunden, 12 Stunden. Dafür können wir mit dem Dietrich können wir in die nächsten Häuser gehen. Aber das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Ich gehe jetzt zurück in mein Haus. In mein Haus und dann logge ich dort aus. Und dann in der nächsten Folge geht es weiter. Und dann suchen wir mit unserem Kollegen hier, unserem Stoneboy, suchen wir Häuser, wo wir eben mit dem Dietrich noch reinkommen können. Und wir machen die Mission von dem Funker weiter. Also Leute, bis dann. Und wenn es euch gefallen hat, Däumchen hoch. Tschüss.